Hallo Schalke in der Nordkurve. Hey! Hallo Dortmund auf der Südtribüne. Hey! Einen Tag vor dem Revierderby setzten Schalker und Dortmunder Fußballfans in Bochum ein Zeichen für mehr Toleranz und feierten einen ganz besonderen Gottesdienst. Rund 150 Besucher, darunter auch die Ex-BVB- bzw. Schalke-Profis Antonio da Silva und Mineiro, sorgten am Freitagabend für ein proppenvolles Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde. Pastor Ruben Schulze, unschwer als Schalke-Fan zu erkennen, erklärte, dass es ihm darauf ankommt, dass Schalker und auch Dortmunder miteinander in Frieden versöhnt leben können. Wir müssen nicht unsere Identität aufgeben. Wir bleiben Schalker und auch Dortmunder und feiern auch morgen unsere Clubs an, aber wir können hier zusammen, dank unseres Glaubens an Jesus Christus, einen Gottesdienst feiern, weil Gott seinen Frieden mit uns geschlossen hat. Gestaltet wurde der Gottesdienst von den zwei christlichen Fanclubs Totale Offensive und Mit Gott auf Schalke. Dirk Haslinde von der Dortmunder Fraktion erklärte, warum für ihn trotz aller Rivalität ein Miteinander möglich ist. Ich werde jetzt nicht, weil ich heute einen Gottesdienst mit den Schalkern gefeiert habe, morgen einen Freundschaftsschal stricken. Die gesunde Rivalität, die bleibt bestehen und das ist auch begründet. Aber es gibt halt den Aspekt, dass wir einen gemeinsamen Gott haben und von daher können wir auch zusammen so einen Gottesdienst feiern. Also ich war sehr angetan von dem Gottesdienst, war selber in die Vorbereitung auch nicht so involviert, dass ich ziemlich unvorbereitet oder unvoreingenommen hier reingekommen bin und war positiv eigentlich überrascht, wie gut das doch auch besucht war, auf was für ein großes Interesse das gestoßen ist und auch vom ganzen Aufbau her hat mir das sehr gut gefallen. Ja. Und nicht nur für Pastor Ruben Schulze stand deshalb fest, beim nächsten Derby wird es auch einen nächsten schwarz-gelb-blau-weißen Gottesdienst geben. Reviersport, die Sportzeitung.